Jo, jo, jo. Test 1, 2, 3. Ja. Wunderbar. Es scheint hier alles zu funktionieren. Ja, ich wollte euch mal meine erste Folge vorstellen. Ich hatte ja damals schon mal ein Handyspiel Let's Played und das war auf meinem Kanal gegenüber meinen anderen Videos auf jeden Fall viel erfolgreicher. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch mal darauf anknüpfen kann und ob das nicht jetzt schon zu spät ist. Aber ich versuche es einfach mal. Ich wollte ein paar Spiele Let's Playen, so Handy-Games halt fürs Android-Telefon. Und auch unter anderem ist das ganz cool für die Eltern vielleicht, die den Kids auch gerne mal das eine oder andere Spiel erlauben oder halt auch nicht erlauben, weil sie vielleicht denken, das wäre zu brutal oder was auch immer. Ich werde versuchen, mein eigenes Urteil dazu zu machen, wie ich das so, wie ich meine, für welches Alter dieses Spiel eigentlich bestimmt wäre, während ich das Spiel halt ein bisschen zocke. Und ja, das erste Spiel, wie der Titel schon sagt, ist Pixel Gun 3D und da machen wir vielleicht auch mehr Folgen von. Es kommt drauf an, ich werde jetzt mal ein bisschen darauf achten, zu welchem Video ich die meisten Klicks bekomme. Wobei ich glaube, ich bei YouTube mittlerweile so niedrig gestuft werde, dass ich gar nicht mehr mit meinen Videos großartig gelistet werde bei YouTube. Deswegen muss ich überlegen, ob ich mir nicht einen neuen Kanal mache. Aber wir schauen einfach mal. Gut, wie gesagt, wir fangen jetzt an mit Pixel Gun. Ich habe schon das Tutorial gespielt. Also das heißt, die Einführung werden wir nicht mehr sehen, aber das wesentliche Spiel, worum es geht, ja, spielen viele Kids. Ich werde es euch auch noch mal kurz im Play Store zeigen. Pixel. Letztes Mal wurde es mir in der Suche nicht angezeigt. Ich weiß nicht warum. Pixel Gun. Ah, no results. Ich weiß nicht warum. Was da irgendwie aktuell gerade bei mir schief läuft. Ja. Vielleicht kann ich es unter Gun finden. Ich will es jetzt auch nicht hinauszögern, bis das jetzt hier mal. Wahrscheinlich finde ich da ganz viel. No results. Aneinander geschrieben, obwohl es gar nicht aneinander geschrieben wird. Ansonsten muss ich gleich mal in meiner History gucken. Ja, das weiß ich auch nicht, woran das schon mal liegt, dass ich da diese Spiele nicht sehe, die ich da eigentlich installiert habe. Ich habe es hier auch nicht über eine APK oder irgendwas installiert, sondern über den Shop. Aber irgendwie, wie gesagt, jo, sieht man ja schon, ich habe das hier alles schon probiert. Klicken wir mal hier drauf. Na, komm schon. Es ist übrigens mein erster Test, so streamtechnisch. Mit Handy über diese Software hier. Und ich habe die CPU ziemlich hochgeschraubt. Ich muss gucken. Ich hoffe, dass das beim Stream und beim Spielen flüssig bleibt. Also die Handy-CPU habe ich ziemlich hochgeschraubt. Ist für die meisten Spiele eigentlich gar nicht nötig. Zum Beispiel Pixel Gun läuft relativ flüssig, auch mit einem einfachen CPU, mit einer einfachen CPU, genau. So, meine Apps. So, jetzt gucken wir mal. Irgendwo installiert Clash Pixel Gun. So, hier haben wir dann die Seite. Das Spiel ist FSK, wo kann man das noch mal sehen? Hier unten glaube ich, ne? Irgendwo Datenschutz, bla, ne? Weitere Infos. Da soll's ab 12 und wird als gewalttätig eingestuft. Ich habe das Spiel ja schon angetestet und finde es wirklich, also ab 12 ist schon okay. Ich meine, bei 11 kann ich jetzt sagen,
Ich darf ja solche Urteile eigentlich gar nicht bilden, glaube ich, keine Ahnung, aber ich meine, die Eltern müssen es immer selber entscheiden, aber ich finde, so ab 11 Jahren ist halt auch noch alles noch im grünen Bereich, aber so ab 9 oder 10 Jahre würde ich das Spiel jetzt keinem, also jetzt würde ich kein Kind jetzt so spielen lassen. So, öffne. Gut, das ist Pixel Gun. Also es handelt sich um ein sogenanntes Voxel-Game. Und sieht auch überhaupt gar nicht schlimm aus. Es ist auch in meinen Augen nicht schlimm. Aber es ist nun mal ein Shooter. Deswegen hat es nichts für ganz so zu junge Kids zu suchen. Was ich immer halt sehr schade finde bei diesen Spielen, ist diese Shop-Lastigkeit der Games. Also man hat halt auch hier einen Shop mit besseren Waffen und so einen ganzen Kram, ne? Man kann ja einiges, kann man sich hier sowieso erspielen, hier mit diesen Goldmünzen. Die kann man sich erzocken und diese Video, man kann sich Videos angucken, so 30 Sekunden Videos und bekommt dann eine Münze pro 20 bis 30 Sekunden Video ungefähr. Kriegt man quasi auch so gesehen umsonst. Alles andere hier, das weiß ich auch noch nicht. Ich kenne mich jetzt, wie gesagt, mit dem Spiel auch noch nicht so gut aus. Ich habe es einmal angetestet, ich bin auch erst Level 2 für die Kenner der unter den Kids, wie auch andere, die das Spiel schon zocken. Wissen Bescheid, dass das halt noch nichts ist, ne? Man kann hier seine Base hier im Hintergrund kann man verbessern, indem man dann halt seine. Indem man dann halt irgendwelche Gebäudeverbesserungen macht und so ein Kram. Und dann dadurch hat man dann auch irgendwelche besseren Werte. Allgemein gewährt eine Chance, keinen Schaden zu nehmen, was auch immer, keine Ahnung. Und so von der Grafik her finde ich das, ich finde solche Spiele echt cool. Ich spiele sowas gerne. Manche sagen, was ist das denn für eine Scheiße, ne? Pixelgrafik. Aber es soll ja so pixelig sein. Ne? Gut, Truhe öffnen, die können wir jetzt auch nochmal öffnen. Es gibt alle 4 Stunden, glaube ich, war das. Gibt es eine Truhe? Die kann man dann öffnen. Da kriegt man dann auch immer irgendwelche Random-Teile. Und wie man die einsetzt und verbaut und hast nicht gesehen, habe ich mich noch nicht mit befasst. Weiß ich auch nicht, ob ich es machen werde, soweit. So, werden wir uns jetzt mal hier gucken, was wir hier Tolles kriegen. Sternchen. Schön. Dein Preis, Sternchen. Sammle alle Teile, um einen Gegenstand im Waffenarsenal zu erstellen. Das heißt, es ist halt ein Teil von mehreren. Und jetzt habe ich 4 Stunden dauert das oder 3 Münzen und kann mir dann eine neue Kiste öffnen. Ja, genau. Ah, hier kann man sogar hin und her zappen und genau gucken, was da so Schönes drin es gibt. Das finde ich natürlich ganz cool. Sammle, das finde ich natürlich toll. Dann weiß man genau, aha. Okay, Beast, sammle alle Teile, ist klar. Das sind Münzen, 1 Stunde VIP, erhalte für jedes Spiel doppelt so viele Belohnungen. Ja, das ist natürlich wäre klar, weil. Was kostet eigentlich VIP? Wo können wir das eigentlich sehen? Ich weiß, manche Leute sind vielleicht gespannt, die hier zocken und so, aber es ist nun mal halt gerade die Einführung. Apropos Pets, hier Katze, ne? Miau. Ja, wenn ich drauf rumdrücke, dann schnurrt die Katze auch und es gibt auch neue Katzen und ich habe jetzt hier schon. Was habe ich gemacht? Gesundheit, danke. Du hast eine Katze erhalten. Gängig. Warum ist die jetzt Level 2? Ich hatte doch schon eine Katze. Okay, ich verstehe das jetzt gerade nicht. Aus gewöhnlichen Eiern erhältst du gewöhnliche, ungewöhnliche oder seltene Haustiere. Aus uralten Eiern erhältst du ungewöhnliche, seltene oder epische Haustiere. Ja. Also ich habe jetzt hier die Katze. Ja, die ist Level 1. Zug? Was heißt Zug? Okay, hier sind wir dann kleiner Münzstapel, 45 Münzen, 1,29 € und ich finde sowas natürlich, ich meine, so ein Spiel muss auch natürlich bezahlt werden, ist klar irgendwo, aber ich sag mir auch immer, die Masse macht es einfach, ne?
kostenlose Währung, da kann man sich dann halt, wie gesagt, ein Video anschauen und bekommt dann ein so ein Premium-Taler. Also ich finde, man könnte es ruhig günstiger machen. Hier siehst du schon bald coole Angebote. Ja, weiß nicht hier mit den. Wir müssen ja darauf achten, wie viel Goldmünzen man kriegt pro Spiel. Ich habe da noch nicht drauf geachtet und so. Gut, ja, Freunde, habe ich natürlich gerne, ne, ja. Irgendwie kriege ich, obwohl das derselbe Account ist, verknüpft sich das derselbe Account, derselbe Name, aber irgendwie verknüpft sich das Spiel nicht. Meine schnurrt nicht, wenn ich auf ihr rumdrücke. Ja, es, meine auch nicht. Ja, das stimmt. Aber hier, ich muss so drauf rumdrücke so. Und nochmal. Ja, das ist auf jeden Fall Pixelgun. Genau, also ich finde es halt ein bisschen so von den Premium-Diensten. Man muss mal gucken, wie weit man da, wie viel Münze man bekommt pro Win. Und wir müssen ja erstmal nochmal gewinnen und so. Man kann auf jeden Fall hier Sachen, wie gesagt, herstellen. Häuser für Haustiere, die auch irgendwelche Buffs ergeben. Erhöht die Geschwindigkeit des Haustiers. Keine Ahnung wofür, kann ich nicht sagen. Gut, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Es gibt hier Minispiele. Kampagne ist, glaube ich, Singleplayer. Sandbox ist auch schon Multiplayer. Die Kampagne, sollen wir mal mit der Kampagne beginnen? Natürlich einfach, ne, für die Noobs. Ja, genau, wir gucken uns erstmal die Kampagne an und nach der Kampagne, wenn wir mal ein Spiel gespielt haben, dann werden wir danach mal einfach mal ein Multiplayer-Online-Spiel machen. Gut, Start. Pixelwelt. Mehrere Maps, das sieht schon ganz cool aus. Das gefällt mir jetzt gerade einmal. Das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Spielen. Farm in der Nähe, bla bla. Cool, so eine Art Comic. Mal ein bisschen den Sound lauter. Okay, das überspringen wir jetzt einfach. Um 3 Sterne zu erhalten, musst du alle Monster so schnell wie möglich töten, ohne selbst verletzt zu werden. Ne, ist klar. Gut, alles klar. Es geht los. Oh, die Katze greift. Oh, die Katze macht sogar auch Schaden. Wie geil ist das denn? Okay, das ist jetzt der Kampagnenmodus oder was? Ja, das Spiel scheint trotz Stream und hoher Handy-CPU, virtueller Handy-CPU. Das sollte alles scheinbar flüssig laufen, das ist natürlich cool. Jetzt kommt hier, besiege den Boss. Hahaha! Oh, ich habe eine geile Knarre gekriegt. Kann ich das auch behalten oder? Alle Feinde besiegt! 3 Münzen, 5 Erfahrungen! Ja, guck mal an, da geht es doch schon mal, oder? Hä? Ja. Sammeln. Oh, geil! Töte alle Monster, töte die Monster schnell und gewinne, ohne Schaden zu nehmen. Wir haben alles geschafft! Ja, dieses Sternensystem ist ja bei vielen Spielen, bei diesen Handyspielen, scheint immer noch ganz gut zu funktionieren. Deswegen ist das auch hier in dem Spiel. Ja, cool. Machen wir weiter. Ob sich das. Ist das jetzt wahrscheinlich immer selber, ne? Jetzt aber da Monster töten und Monster töten und nochmal Monster töten. Aber trotzdem ganz cool. Warum nicht? Wenn du die Stufe nicht schaffst, Schwierigkeiten Auswahl immer. Okay. Oh. Ja, ob diese Sachen auch im Korb gehen, das wär natürlich auch geil, ne? Wenn diese Singleplayer, also was heißt Singleplayer?
Ja, doch, schon, ja, diese Kampagnen-Maps. Oh, geil. Wir brauchen bestimmt zu lange, oder? Komm her! Okay, der geht nicht kaputt. Okay. Was ist los? Ich hab Angst. Wo, Boss? Das war Boss oder was? Komm mal, wie schnell man hat da gar keine Zeit, sich die Waffe noch zu schnappen, aber wofür auch wohl. Ja, 3 Münzen und 5 Erfahrungspunkte. Geil. Ja. Belohnung. Kampfpass. 4 Edelsteine und 10 Münzen. Kampfpass. Du hast eine neue Spielaktivität. Schließe die Herausforderungen ab und erhalte Prämien. Du kannst in der Lobby mehr darüber erfahren. Koop-Überlebensmodus. Hey. Kämpfe gemeinsam mit anderen Spielern, um Monster zu töten. Der Spieler mit den höchsten Punktzahl gewinnt. Das ist natürlich geil, ne? Also, ja. Arena. Überlebe den Ansturm der Gegner so lange wie möglich. Wenn du die Wellen überstehst, erhältst du Münzen. Das heißt also, man könnte sogar sowas hier auch mit euch spielen, wenn ich das natürlich mal etwas früher streame. Gut, cool. Ich habe jetzt irgendwelche Beton. Du hast diesen Artikel. Okay. Ja, komm. Ich mach gerade so Bock. Hey, ist voll am Blinken hier. Ja, ich. Noch eine Runde. Ich komme zu spät. Ich muss in die Stadt. Juhu, jetzt kann ich in die Stadt. Hä? Das ist aber. Also der hat einen Polizeiwagen geklaut. Ist natürlich so Teenie-Coolness, ne? Und fährt dann in die Stadt mit dem Polizeiwagen. Ja, gut, okay. Pulux Dominix. Ja, sei gegrüßt. Hi. So, mal gucken, was hier abgeht hier. Police Car. Ah! Mach sie alle kaputt. So, Panzer können wir bestimmt nicht nehmen, wohl. Ja, schade. Panzer wäre natürlich jetzt geil. Oh, hier haben wir noch Munition. Oh, hier geht gar nichts. Komm auch hier in die. Ich denke mal hier rein, können wir nicht. Schauen wir mal, was hier. So geht. Oh, was ist das denn hier? Kein Problem hier, macht ja alles kaputt hier. Easy, oder? Meine Todeskatze. Ich muss die ja immer umbenennen in Todeskatze. Nein, nein. So hart bin ich jetzt auch nicht. So. Katze geht's noch gut. Was haben wir hier noch? Ja. Katze, töte ihn! Du schaffst es, Katze! Schnell einsammeln, ich weiß nicht, was man davon hat. Zack! Geil! Alle Feinde besiegt! Belohnung, 3 Münzen, 5 Erfahrungen. Kommt mir irgendwie so bekannt vor. Töte alle Monster, töte die Monster schnell und gewinne ohne Schaden zu nehmen. Ja, das war natürlich wieder richtig gut. 46 Taler haben wir jetzt schon und 20 Premium-Münzen immer noch. Schön! Das macht gerade so viel Spaß. Was war das? Hm? Hospital? Entry Card? Vielleicht finde ich hier Antworten. Okay, dann gehen wir jetzt also ins Hospital. Mal schauen, was da so geht. So. Gucken wir mal, was mit der Pistole so geht. Warum kann ich gerade nicht schießen? Hallo? Ah. Kein Problem hier. Oh, jetzt habe ich Schaden abgerichtet. Nein! Jetzt müsste das normal spielen, wir wollen ja alle 5 Sterne haben, ne?
Oh, oh, was? Keine Munition mehr. Was ist los? Aua! Ja, die Steuerung teilweise. Das muss man sich mal dran gewöhnen hier. Jetzt haben wir natürlich Schaden abbekommen. Scheiße, Mann. So. Oh, Frau Erna, können Sie mich mal ein bisschen hier heilen? Okay, das finde ich jetzt ein bisschen krass mit dem Blut und so. Ja, ich würde sagen, das sollte doch erst ab 12 sein, das Spiel. Gut, das ist natürlich auch schon hart an der Grenze 12, ne? Muss sagen, mit dem Blut. Die Musik, die klingt ja auch schon so ein bisschen horrormäßig, ne? So. An sich aber wirklich ein geiler Shooter, so. Also lässt sich gut steuern. Was? Run. Run. Ja, ihr könnt auch in im Video in meinem, unter meinem Video gerne später, wenn es auf YouTube landet. Ja klar, Kettensäge, meine arme Katze. Alter, ein bisschen jetzt, also bisschen richtig krass finde ich gerade. Ja gut, das haben wir jetzt natürlich voll verkackt, ne? Töte alle Monster, gewinne ohne Schaden zu nehmen, war natürlich nix. Müssen wir nochmal probieren, einmal will ich nochmal wissen. Kettensäge. Das wird aber jetzt immer mehr so grenzwertig mit den FSK 12. Ja. Jetzt habe ich irgendwie wieder die Waffe, okay. Hallo Katze. Muss mal ein bisschen hinter mir gucken. Da haben wir es nicht wieder. Oh, oh. Schön hast du es gemacht, Katze. Na, ich her hier. Hier ist doch nichts. Oh. Habe ich gar nicht gesehen am Boden. Munition, ganz gut. Ja, was willst du denn hier am Boden, ne? Ah, Katze hat das gut gemacht. Ah. Achte nie so auf den Boden. Hi. Ah, das wäre Frau Erna. Wollte mich wieder verarzten. Ich glaube, diesmal haben wir noch keinen Schaden erlitten. Ich hoffe, wir sind aber auch schnell genug. Man hat jetzt hier keinen Timer oder so. So, jetzt kommt gleich wieder der Boss. La 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 la. Hallo. Hallo. Rezeption? Was ist los? So. Oh, 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 da kommt Kettensägenmann wieder. Ah, nicht! Oh. Meine Katze in Ruhe. Oi, meine Katze wird aber. Oh, er hat meine Katze getötet. Nein. Der Kettensägenmann. Boah. Oi, ein Schuss gekauft. Beste Sniper. Pixelgun 3D. Läuft auch bei YouTube. Ja, guck. Siehste? Ja, 3 Münzen, 5 Erfahrungen sammeln. So, wunderbar, haben wir geschafft. Ne? Irgendwie ist das schon ganz cool, irgendwie. Gerade so. Das sind diese Handyspiele, ne? Wenn einmal da drin ist, dann ist man da drin, so. Oder auch nicht. Ja, komm, eins geht noch, eine Runde hier. Das war keine gute Idee. Aber danach machen wir echt mal den Online-Multiplayer, damit man den auch mal sieht. Helikopter!
Ich bin hier! Hilfe! Ich muss Ihnen folgen. Gut. Wunderbarzen. Ah, hallo Katze. Dir geht's wieder gut. Das ist schön. Ich dachte, ich müsste dich jetzt für 563 Premium Coins neu wiederbeleben oder so. Nein, war Spaß. Gut, mal gucken, was wir jetzt hier für Gegner haben. Der Kettensägenmann war ja schon richtig krass, finde ich. Oh, wir haben irgendwas Fliegendes. Das gefällt mir gar nicht. Hä? Okay. Landen die wieder? Was haben wir denn da oben? Warum ist eine Münze? Wie kommt man denn da hin wieder? Ja, hier hoch. Oh, das ist glitscht schon mal so ein bisschen gerade. Ne, so kann ich doch nicht springen, ne? Kann ich die Katze wohl irgendwie befehligen, dass die irgendwas macht? Ja, keine Ahnung. Ich sammle jetzt erstmal und ignoriere jetzt erstmal die Münze. Okay, die Mopeds halten nicht viel aus, das ist schon mal gut. Aua! Oh, da haben wir wieder unseren Schaden kassiert. Wir waren ja zu nah an den. Das heißt, wir können wieder keine 5 Sterne machen hier. Oh, hier kommen eigentlich alle Viecher, bis auf die Fliege-Mopeds, die wir schon alle kennen. Die Katze, die läuft doch einfach überall rein, ne? Hat die sich denn wohl auf? Oh, fuck. Besiege den Boss mit der Pistole. Ja. Oh, was macht der denn? Ja, genau, mit einem Wurf hat er meine Katze getötet, der Penner. Komm. Ich mach das mit dem Messer kalt gleich. Warum treffe ich nicht? Hey! Du bist jetzt der Schadenmeister oder was? Ja, komm, ich messer dich gleich. Oder gibt es hier noch irgendwo Munition? Ah, da, guck mal, dann wechseln wir doch zu der Waffe. Und kassieren noch mal ein bisschen. Ne? Oh. Oh, da! Oh, ein Sniper! Ja, das war mal wieder nichts, ne? Wir sind da, töte die Monster schnell. Also das Spiel ist bei der Geschwindigkeit relativ großzügig, muss ich sagen. Gut, das soll, ich denke mal, es wird später dazu animieren, dass man bessere Waffen kauft, um die Gegner schneller zu töten. Aber halt noch nicht so früh, weil uns fällt das ja auf. wir probieren es nochmal, weil wir haben es ja nicht geschafft hier. Und danach versprochen, machen wir mal den Online-Modus, mit dem ihr nochmal seht. Das werde ich nicht vergessen, keine Sorge. So. Okay, die letzte Waffe werde ich behalte ich sogar. Jetzt haben wir hier Sniper-Mode. Okay, das heißt. Ist gerade besonders schlecht, weil ich die Taste nämlich auf keine Taste gelegt habe. Moment mal, da müssen wir mal eben kurz so ja. So, man dankt, ich möchte das gerne speichern. Wo ist das Menü hin? Hallo Menü. Hallo Menü. Hallo Menü. Ja. So. Weiter geht's. Jetzt haben wir auch die Sniper hier. Jetzt haben wir natürlich ewig lang gebraucht, um hier noch ein paar Einstellungen vorzunehmen. Cool, dass wir die Waffe behalten, die wir dann zuletzt aufgesammelt haben. Aber ich denke mal nicht, dass wir die im Inventar behalten. Kann man vielleicht auf die Dinger schießen und dass man die dann dadurch auch lootet? Nee, natürlich nicht, das wäre zu einfach, ne? Oh, die macht aber wenig Schaden, weil aber wir haben. Aber ist ganz cool. Da war was neben mir.
Das ist auch ohne Visier ganz nett. Schön. Oh, die sind auch ein bisschen komisch runtergeruckelt da. Hallo Vogel. Fake Vogel. Hab ich jetzt wieder Schaden abgekriegt? Ich weiß es nicht. Aber wir sind bestimmt jetzt eh zu langsam. Bisschen mehr in Bewegung bleiben, falls mal einer von hinten kommt. Ah, hi. Wo ist er? Ach da. Glitch hier am Boden. Und der andere, wo ist der? Wo bleibt der Endboss? Da. Alles klar. Ich sollte mal ein bisschen gehen und ich hole mal schon mal ein bisschen Munition. So, wo bist du? So, schön. Ach, wieder die Sniper, ist ja nicht schlimm. Kriegen wir nochmal Munition. Ich weiß aber jetzt nicht, wie gesagt, ob wir das geschafft haben. Ja, das ist ja Standard. Das ist cool, dass man es eigentlich immer kriegt. Ja, cool, großzügig. Obwohl wir eigentlich sehr lange gebraucht haben jetzt. Z-Doki, ja, ja, sei gegrüßt, hallo. Wunderbar. Nächste Runde. Neues Glück. Nein, die Brücke wurde zerstört. Jetzt habe ich wieder den Multiplayer-Modus nicht gemacht. Ich weiß, ihr seid alle so gespannt auf den Multiplayer-Modus. Hier hinten, der kommt auf jeden Fall gleich noch. Versprochen. So. Bam, 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 bam. Schwimm, Held! Schwimm! Okay, ich habe es geschafft. Und dann haben wir einfach das nächste Gebäude. Ja, die Story ist ein bisschen schlecht. Ah, okay, Z-Doki, ja. Yeah, hello, my English is not not good. So, oh, Kameras. Kann man die zerstören? Nein. Oh, ich habe schon wieder irgendwas. So. Ach, komm her! Was ist los hier? Ah, Katze, danke. Ich muss mal auf die HP achten von der Katze. Das habe ich die ganze Zeit noch nicht gemacht. Ob die HP sich wieder auflädt, wenn die Katze eine Zeit lang keinen Damage bekommt. Policeman! Ich habe mir schon gedacht, dass wieder von hinten was kommt. Ich bin natürlich jetzt gerade etwas eingekesselt, dass sie könnten mich dann von hinten. Ich höre schon wieder irgendwas. Ja, jetzt geht es langsam ein bisschen ab hier, wohl. Aber cool. Hier bestimmt auch irgendwo, wohl. Ah, ne, das sieht aus wie der elektrische Stuhl, nicht? Oh, die Katze ist gleich da. So, jetzt können wir mal beobachten, ob die Katze wieder Energie tankt. Es sieht nicht so aus. Wir können der Katze auch kein Futter oder sowas geben, glaube ich. Okay. So. Sehr nice. Oh, cool hier. Hier gibt es auch Munition und so. Wie kommt man denn da rein? Am besten. Wenn du willst, spiele mit mir, wenn du mich hinzufügst. Okay, no problem. What's your in-game name? So. Zack, zack. Oh, Monster kommt. Was diesmal? Oh, das ist aber schnell. Indiana Jones Teil 2 oder was? Katze ist auch da, ist aber schnell.
Oh, der steht aber gewaltig unter Strom. Ich muss mal ein bisschen laufen. Ich hoffe, ich laufe gleich nicht in irgendeine scheiß Sackgasse. Wo ist er? Die Katze macht alles klar. Warum krieg ich Schaden? Fuck! Was ist los hier? Fake-Schaden oder was gleich? Ja, das haben wir natürlich mega lang gebraucht, ne? Das ist natürlich scheiße. Oh, hier klingt gerade das Telefon. Moment mal eben. So, ich bin wieder da. Oh, Level 33, das ist natürlich ein bisschen krass, da komme ich ja noch gar nicht mit. Macht das überhaupt Sinn, dann zusammen zu spielen? Ich habe keine Ahnung. Siegerset, ja klar, hier wieder Animation hier kaufen, ne? Sonderangebot, alles klar. So, 55 Münzen haben wir hier. Gewinne neue einzigartige Waffen. Also das ist natürlich ein bisschen krass hier mit diesem ganzen Bam 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 Bim Bam Bum und hier Werbung, da Werbung. Was hier? Schließen Supersoldaten-Set. Bis Ende 12 Tage gesammelte Elemente 0 von 4. Reduziert die Streuung von Geschossen, Projektilen für ausgewählte, also Preise erhalten. Ja, ist klar. Du kannst jetzt hier auf Preise erhalten gehen und dann hier mal eben alles kaufen oder was? Ausgeschlossen, schließe alle drei Preise aus, um anzufangen. Also, ja. Ich mach einfach mal, keine Ahnung, so eine Stunde VIP brauche ich nicht. Das brauche ich nicht und das auch nicht. So. Wähle eine Karte. Huah. Sammle alle Teile um einen Gegensatz an. Mehr nicht. Okay. Oh,
Hey Nikes, Adinos hat deine Lobby geliked. Ja, danke. Thank you, Adinos. Ja, das ist der Zuschauer, der gerade mir zuschaut. Einladung zur Gruppe. Anfragen. Mal schauen, ob das hier so funktioniert. Keine Ahnung. Teamkampf. Modus wählen. Ich hab das noch nie gemacht. Zufallskarte, Eispalast. Team, heißt das, wir können jetzt gleich gegen andere spielen? Oder wie ist das? Einladen? Eingeladen. Elite Gravity. So, hier noch. Modus, Belagerung, Teamkampf. Okay. Koop-Überlebensmodus, ja cool. Team, tödliche. Okay. Ist natürlich witzig, ne? Also hat man schon coole Modes. Ja, der gute ist vielleicht nicht mehr da oder hat es nicht. Der hat die Einladung ist auf jeden Fall raus, ne? Eingeladen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas verkehrt gemacht habe. Wie gesagt, ich das Spiel habe ich jetzt so noch nicht. Mit diesem Online-Mode und Einladen und hast nicht gesehen, habe ich alles noch nicht ausprobiert. Wir haben jetzt hier schon irgendwelche Teile jetzt. Ach da. Ah ja, okay. Mhm. Oh, geil, oder? Ja. Du hast ein normales Ei erhalten. Ja, es ist schöner. Ich angelegt. Man braucht hier 100 Trophäen. Was sind 100 Trophäen? Kommt wirklich zurück. Wo sehen wir denn die Trophäen? Herstellen, Turnier. Holzturnier ist vorbei. Dann Belohnung. Okay. Oh, okay. Okay. Schade. Ich denke mal, Level zu großer Unterschied. Spiele ein Match, um ein Turnier teilzunehmen. Dann machen wir das noch mal. Bekämpfen. Ja, I think my level is too low, denke ich. Ja, mein gutes Englisch. Gut, jetzt hier mal ein bisschen hier fighten, oder? Hier sieht man, das ist mein Team, oder? Mit Killer Cat und so. Bonnet. Ist ein Bonnet. Wo sind die? Hier ist Munition. Unsere erspielte Sniper-Waffe haben wir aber nicht behalten, oder? Aber das war jetzt schon ein bisschen ganz schön verstrickt. Das ruckelt gerade ein bisschen auch. Was macht der denn hier? Double Kill! Oi! Türbändiger! Du musst Stufe 6 sein. Ah, okay, okay. Okay. Da. Was natürlich jetzt Bescheid, dass einer kommt. Er läuft weg! Er läuft weg! Viele Spiele spielen! Yes! Yes! Oh, this game is funny! I think I play more games. So, was haben wir da?
Erfolg freigeschaltet, Soldat! Wo sind die denn alle? Oder geht der Modus nicht richtig oder so? Ist ja irgendwie, stehen die alle nur dumm rum oder so? Monster Kill! Jackson hat das Spiel verlassen. Ja, haben wir Sale gewonnen jetzt, ne? Kleinen Schisshasen hier. Hm. Okay. Ja. Haha. Seven Kills. 30 Erfahrungspunkte, 3 Schlüssel, 6 Münzen, 3 Credits. Nice. Zufallskarte. Spielzeugfabrik. Okay. Wie schon mittendrin statt nur dabei. Was ist das denn? Das ist ja unfair. Scheiße, Mann. Wow, wow, wow. Wie er nicht stirbt, ey. Fuck. Party hier. Du wirst getötet von JS. Oh, oh, oh. Ja, ist cool. Oh, ich treffe nicht. Fuck. Ja, 22,9, das sieht gut aus, oder? Das ist einfach ein Cheater, Mann. Erfolg freigeschaltet, Killer!
Hedda! Ja, lockerer Win, oder? Würde ich sagen. Ba-ba-bam! Nice! 11 Kills! 15 Erfahrungen, 3 Schlüssel, 3 Münzen und 3 Credits. Level up! Level 4. 5 Edelsteine, 15 Münzen, Fahneneroberung. Zwei Teams treten beim Flaggenerobern gegeneinander an. Das Team mit den meisten eroberten Flaggen gewinnt. Deine Flagge muss beim Erobern in deiner Basis sein. Oh, ganz viele Sachen. Niedlicher Zaun. Du kannst diesen Artikel im Bereich Herstellen anfertigen. Achso, ja. Also ich habe die Sachen noch nicht. Ich muss sie jetzt anfertigen. Dafür fehlen mir natürlich wieder 248.000 Sachen wahrscheinlich. Aber geile Sache. So, ich würde sagen Zufallskarte. Machen wir mal gucken hier, ne? Weltraumstation. Oh. Fuck, sowas mag ich ja gar nicht mit so einem Fliegen, ne? Boah, da werde ich kläglich versagen hier. Kann man denn hier fliegen? Und auch kaufen oder was? Blödes Haustier, ich weiß nur. Nicht mit mir. Oh, da gehen aber. Die machen aber gut Schaden, oder? Gut, die Map ist natürlich ein bisschen krass, weil ich weiß nicht, wie man. Wie ich fliegen kann, ne? Double Jump ist nicht. Muss ich irgendwo vielleicht drauf fliegen, rein, irgendwas machen? Fuck! Granate! Ich würde sonst alle kalt machen hier, ne? Granate muss ich auch noch eine Taste drauflegen. Boah, fuck. My English is not good. Oh, fuck. Sorry. Oh! Strafe für selbst, achso, auch noch Strafe. Ich mach das auch nicht extra, Mann. Little bit laggy hier. Fuck. Oh, not good, not good. Zu freundlich ist hinzufügen. What? What? Tippe auf die Freundesliste hinzuzufügen, um den Spieler einer. Ich weiß nicht. Hacker, oh, what?
Okay. Ja, wie benutzt man eine... Hallo, ich bin Robbie, der persönliche Assistent. Die erste Challenge ist nun erledigt. Holen wir nun die Battle Crowns ab. Okay. Hier gibt es viele verschiedene Herausforderungen für dich. Sammle die Kampfkronen für dein erste davon. Okay. Schlachtpass Level 2 ist erhöht. Eine Belohnung 240, irgendwas du kannst erhalten. Okay. Schlachtpass hochstufen und mehr Belohnung erhalten. Großartig, du kannst den Kampfpass der Stufe 2 erhalten. Hole dir eine Belohnung dafür. Okay. Erhalte deine Belohnung für den Kampfpass Stufe 2. Ach, dann gibt es hier wieder so einen Premium-Pass. Rüste deinen Kampfpass auf, um deine Elite-Belohnung zu erhalten. Ach so. Upgrade für 2-4. Oder Schlacht-Credits. Ah, okay. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, kann ich sie wahrscheinlich dann kaufen, ne? Ja, für real money. Okay. Ich habe viele interessante Aufgaben für dich. Viel Glück. Okay, was Challenges. Hier kann man nur, ja, genau. Ach, das ist das hier dann, ne? Zugang zu den Schneeherausforderungen, Backups, Pistole, Jody erschossen, Handminigun. Ach so, Okay. Gott. Challenges. Freischalten. Verdiene 20 Clan-Medaillen. Besiege 15 Gegner mit einer Waffe der Kategorie Primär. Tägliche Challenge. Teamkampf. Besiege 10 Gegner mit einer Waffe der Kategorie Nahkampf. Ach du Scheiße. Nahkampf wäre ja gar nichts für mich doch. Aber es ist ja täglich. Koop Überlebensmodus. Gewinne während eines Lebens 8000 Punkte hinzu. Okay. Schneeherausforderungen. Das sind dann diese Premium, denke ich mal, oder so. Keine Ahnung. Ja, cool. Teamschlag. Gewinne 3 Wettkämpfe. Boah, mach aber. Bekämpfen, Teamkampf, königliche Schlacht, Deathmatch. Wir spielen einfach mal. Oh, geile Mucke. Oh, Bauernhof.de oder was? Wie denn die stirbt, Mann? Warum greift er die Katze nicht an? Dun, da, 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 da. Hä, was macht der? Er läuft einfach mit so einem scheiß Messer weg. Fuck.
meine, für kostenlos ist das Spiel schon echt witzig, oder? Also. Okay. Hast du ihn gut angeschossen, ey. Ey, mit seinem scheiß Messer da. Oh, fuck, ey. Komm her! Einfach reinhalten. Ah, das war zu viel. Wir werden trotzdem verlieren, leider Gottes. Ach, das war nicht. Schön gespendet. Hat den Gutweg so einen Header verpasst. Ja, schade, oder? Ja, war aber kein gutes Team, ne? Ja, will man erwarten, ne? Sind zu wenig Leute, ne? Fabrik war ganz cool. Ah, jetzt zum, ja, oh, komm, zum Kampf. Oh. Double Kill. Ah, Mann! Oh, fuck. Ja, knapp. Ja, ziemlich actionreich das Game, ne? Also für ein Handyspiel schon witzig. Oh, da wäre ich niedergerannt. Aber ich werde noch ein bisschen Schaden kassieren. Rüstung, Haustier, werfen. Okay. Ja, das ist das Schöne, das Gemeine. Man sieht, derjenige hat die und die Rüstung. Und dann denkst du dir, ah, der hat mich getötet, der hat Premium-Klamotten an und ich muss die auch haben, sonst werde ich besser, sonst werde ich schlechter als die anderen sein. Und fuck! Oh, so knapp, ey! Oh, 19.
Boah. Ah, oh, fuck. So knapp, ey. Oh, ich hitte die ja immer gut an. Die Penners. Ach, Kollege. Treff die auch da oben nicht so gut, ey. Scheiße. Wir sind uns strategisch überlegen. Ah, schade. It's me, it's Mario! Lucky Gunner! Ah, ich weiß nicht, was man davon hat, aber ja, komm hier, so. Ist wohl Lucky Gunner, hier, hey, hey, achso. So. Ja, eine Runde noch, dann haben wir es aber geschafft für heute. Mit diesem Spiel. Spielunterstützung. Aua! Schön. Hier ist ein Shield. Oh fuck! Mit der Granate wahrscheinlich mal. Die hätte ich auch mal. Ich sollte die Granate mal irgendwo hin tun, dass ich die ständig werfe. Wie ich den einfach, wie ich einfach da durchschieße, so, ne? Krass. Oh, wie der hittet, Mann. Oh, der ist weg. Gut. Einer von hinten messern. Ja, mit seiner fetten Wick-Sniper, ey. Badum-badum-badum.
Oben in dem dreckigen Haus ist der Penner. Ah. Ich muss die Granaten einsetzen. Mach ich auf T, würde ich sagen, wa? So. Ja, war doch nicht schlecht. Wir haben mal gewonnen. Zum Kampf. Dun, 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 dun. Kann man noch ein Granatenmatch ausprobieren? Dun, 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 dun. Das ging aber nicht weit. Okay, cool. Die laden sich mal wieder auf, das ist ja cool. Glück gehabt, du Penner. Das ist geil mit den Granaten, oder? Fuck! Keine Munition mehr. Die versuchen es auch immer da, wohl auf der Seite, ne? Komm ich nur mal rum. Wollen die da noch oder? Ah, fuck! Wir haben es aber locker geschafft, ne? Voran in der untergesehenen Sonne. Hopp! Und noch einmal werfen! Sehr schön! Hueco dem Fiero! Ja, schön! Da
Herausforderung beendet. Ja, dann. Ja. Nehmen wir doch alles, oder? Du kannst erhalten, ja, ja. Schlacht, Pass, Hochstufen und mehr Belohnung erhalten, ja, ja. Ja, 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 ja. Lege mir eine fort! Duell, gewinne ein Duell. Nee, da bin ich zu noobig für, glaube ich. Was haben wir hier noch? Belohnungen? Achso. Am Ende der Saison bleiben alle Belohnungen bei dir. Ja, schön. Nietzsche! Gehen wir mal zurück. Schön. Und das erfordert, in Clans kannst du deine eigenen Festungen bauen oder die Festung anderer Leute angreifen. Mhm. So, jetzt können wir da irgendwie ein Ei schlüpfen lassen, oder nicht? So, hier können wir ja nichts mehr machen, ne? Schalenges. Das sind ja hier diese Werbekacke, ne? Aber warte mal, kann ich nochmal Preis erhalten klicken? Schließe alle 4 Preise aus, um anzufangen. Okay, die 100 Premium Münzen. VIP brauche ich nicht. VIP brauche ich definitiv nicht. Das ist alles Käse. Und die 5 Münzen auch oder weg. Ach ne, noch ein. War großzügig. Oh, top. Ja, lassen wir mal so, ne? Spielen! Ja klar, leck mich. Ach, nochmal. Ja, schön. Das kann ich nochmal drehen, wenn ich will. Na komm. Am Poppes. Wann darf ich nochmal? Bis Ende, bla, 15, bla, wann kann ich denn, warum durfte ich denn gerade nochmal, oder muss ich hier immer so, ach so, okay. Das weg und das weg. Ja. Hey! Nice Faking. Das weg. Das weg. Und das weg. Was hat man noch? Das ist auch völlig unnötig. Ja, 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 ja. Alles klar. Komm, einmal können wir noch. Jetzt, 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 komm nochmal. Jetzt, 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 jetzt. Und nochmal. What the fuck? Egal. So. Kostenlose Währung müssen wir ja hier Video gucken, ist klar. Wir kennen ja schon alles. Wir können doch jetzt hier so ein Eis klar machen, noch nicht. Dein Eis bereit zu schlüpfen. Da, da, da. Eine graue Katze. Richtig nehmen. Oh, ein Hase. Schlüpfbrüter. Oh, Zumbi-Katze. Miau. Ist doch cool. Was hiermit? Achso. Pistarium. Angriff 2. Von den Werten her sind die alle gleich, ne? Trainingspunkte. Was ist das hier? Kann ich die aufleveln? Und dann hat die plus 2. Achso, okay. Aber sonst haben die keine besseren Werte oder was? Wie kaufen? Anlegen kann ich, du. Was kann ich denn da kaufen? Ein Level Up oder was? Nee. Stimmt nicht! So, was machen wir hier? Hier kann man noch geilere Waffen und so, ne? Special, schwer,
Rüstungsklamotten, ne? Gadgets. Ja. Royal Fliegen. Liga. Haustiere herstellen. Event Sets. Okay. Gut. Was hatten wir hier bei Bundles? Nö. Hergestellt. Achso, hier haben wir dann Wintergedöns. Erhöht die Effektivität der Ausrüstung. Ist natürlich ganz cool, oder? Macht Sinn. Was haben wir hier? Niedlicher Zaun gewährt eine Chance, keinen Schaden zu nehmen. 2 Stunden nur wert. Also 2 Stunden. Und der Militärzaun 30 Minuten oder heißt das Bau? Ach, die Bauzeit wahrscheinlich, oder? Gewährt eine Chance keinen Schaden oder erhöht effektiv. Ich denke mal, angeblich ist dann der Zaun geiler, oder? Weil der ja vom Level her. Gewährt eine Chance keinen Schaden zu nehmen. Ist ja der gerade auch. Macht ja keinen Sinn, sehe ich gerade. Kommt ja auf die Werte drauf an. Okay. Ich denke mal, es zählt, glaube ich, nur für das. Für die Angriffe, oder? Geräte, was haben wir hier? Was kann man hier machen? Schatzkammer. Gibt dir jeden Tag 3 Münzen. Stellt 1 Edelstein pro Tag zur Verfügung. Du bekommst jeden Tag ein Freispiel. Ihr ermöglicht eine größere Auswahl von Lobby-Musik in deinen Einstellungen. Ach so ein Du bekommst 2x so schnell Eier. Naja. Was haben wir hier? Gewährt einen Schaden. Gewährt eine Chance, keinen Schaden zu nehmen. Kleiner Palast, öffne die Truhe. Das ist wahrscheinlich auch nur Optik. Plus gewährt eine Chance. Das ist, glaube ich, besser, ne? Würde ich sagen. Aber gut, wissen wir Bescheid. Tore. Was haben wir hier? Erhöht die Chance auf einen höheren Rocket Jump. Ja, mit dem Rocket Jump, da muss ich echt mal gucken, wie das funktioniert, ne? Ja, erhöht die Chance auf einen höheren Rocket Jump, ja. Cool. Ach, was war denn da gerade mit den Herzchen da? Das habe ich gar nicht drauf geachtet. Herstellen. Die 9 Likes. Elite Gravity. Empfange Daten. Okay, Spielerbasis besuchen. Ja, gefällt mir. Like back. Yes. Dann ich schon wieder ein schwules Ei. Was ein uraltes Ei erhalten. Was schlüpfen in 25 Jahre? Tauschwagen, was gibt's da? Sonderangebot, alles klar. Halbautomatische Flinte 210 anstatt 300. Ja. Das ist ja so, das ist so Fake-Angebote, ne? Nö. So, okay. Glückstruhen, da kommen wir jetzt auch nichts mehr machen, außer hier öffnen mit 3 Talers und so. Das mache ich aber jetzt nicht. Ja, ich würde sagen, dann haben wir jetzt alles durch für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das Spiel ist doch ganz nett, oder finde ich. Ja, definitiv mindestens ab 12. Ich finde das schon teilweise. Man sollte es jetzt nicht übertreiben, so angsttechnisch, so als Eltern, ne? Also mit Kettensäge da, ist natürlich alles Pixelgrafik. Also eine Boss. Aber sonst geht es, ne? Würde ich sagen. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir gehen jetzt mal wieder zurück. Bist du sicher, dass du dich verlassen möchtest? Ja. Wer noch mehr sehen möchte, bitte liken, kommentieren. Wer noch andere Spielvorschläge hat,
bitte auch einfach in den Kommentaren schreiben. Ja, würde ich sagen. Ja, das war's, ne? Für dieses Spiel. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.